Da muss ich irgendwie immer an mexikanisches Essen denken bei der Musik. Dafür brauchen wir wieder Chili. Chili überhaupt mexikanisch? Ich habe keine Ahnung. Chili con carne. Ach, guck mal, das ist ja Lehm. Moment. Moment. Wenn das Lehm ist, nehme ich das natürlich mit. Moment. Das nehme ich natürlich mit. So hier nicht. Kann ich nicht das Lehm jetzt hier einfach liegen lassen. So. Okay. Dann können wir das hier wieder zumachen. Mit Erde. So, so. So. Natürlich die Frage, wo ich jetzt überall noch Lehm vergessen habe. Ist das auch Lehm? Oh, das ist ja auch alles Lehm hier. Ja, also, das geht ja nicht. Das können wir ja nicht. Okay, das ist Stein. Aber das hier ist auch Lehm. Na, jetzt lass mich hier hoch. So. Jetzt lass mich doch mal hier hoch. Mensch. Ja. Dum, da, dum, dum, da, dum, dum. Okay. Sehr gut, alles zu. Was ist denn hier? Ist das Sand oder ist das Lehm? Ja, das ist Sand. Das ist auch Sand. Ja gut, das können wir dann so zumachen. Lehm ist gut. Essen wir erstmal zwei Äpfel. Schön gesund. Das brauchen wir noch alles. Hüpf. Oh, nehmen wir das mit. Warte mal. So am besten. Das Sand können wir... Den Sand können wir gleich wegmachen. Das Sand. Das Sand, Junge. Machst du das Sand weg? Oh. Den Sand da drunter lasse ich einfach so. Hier ist. Sollte hier vielleicht gleich ganz schnell verschwinden. Weil es wird duster. Und nachts. Nachts kommen sie raus. Die Kreaturen der Nacht, weil die kommen ja nachts raus. Wenn's Kreaturen des Tages, dann würden sie ja tagsüber rauskommen. Klingt logisch, oder? So, ich geh mal kurz pennen. Mach hier noch ein paar Fackeln hin. Hey, du Kuh. Boah, hast du ein Glück. Ich hätte dich auch treffen können. Guck mal, so viele Kreaturen kommen hier gar nicht rein. Okay, das wird höchstwahrscheinlich anders aussehen, sobald hier mal ein paar NPCs rumlaufen. Dann sind sie wieder zu massig da und wollen Hallo sagen. Dum, dum. Hallo Kuh. Ja, ich bin Chuck Norris, wa? Ich hab meine Kraft nicht unter Kontrolle. Ich kann eine Kuh umhauen. So mit der Faust, wa? Ah, die kaum berührt und dann stirbt die schon. Ich wollte die gar nicht töten. Aber das muss wirklich eine Kuh gewesen sein, die hier auf dem Baum vorhin war, beziehungsweise oben drauf auf dem Gebäude und runtergesprungen ist. Also war sie ja schwer verletzt. Dann habe ich sie ja also gerettet. Bin ein Held. Feiert mich.
Jetzt. Hallo, nicht aufhören. Bin noch nicht fertig mit Held sein. Oh, nee, noch nicht. Ein bisschen geht noch. So, jetzt habe ich hier den halben Berg abgetragen. Und habe hier gleich alles flach. Und da, wo die Erde eigentlich hin sollte, da ist immer noch keine Erde. Aber ein bisschen haben wir ja auch noch. In der Bude. Was ist denn das hier? Nicht. Na gut. Dann kann das ja zu. So. Ein bisschen tiefer machen. Nur für den Fall, dass hier mal ein Creeper. Ach so. Was wegspringt. So wie jetzt. Würde mich nicht wundern. Wenn nicht der erste Creeper, der so gemein wäre. Und vor allen Dingen zur Stelle wäre, wenn man sagt, wenn ein Creeper hier was springt. Da sind die ja immer ganz fix, die Jungs. Die sind so wie ungefähr das Finanzamt. Wenn man was zu kriegen hat, dauert das Jahre. Aber wehe, die haben was zu kriegen. Dann sind die so schnell auf dem Teppich. So schnell kannst du gar nicht gucken. So sieht das nämlich aus. Und für alle Finanzbeamten, hallo, na, ihr macht einen tollen Job. Ja, zum Glück habt ihr jetzt nicht gesehen, welche Fresse ich gezogen habe. Das ist vielleicht auch besser so. Okay. Dann packen wir mal die Resterde hier rein. Und dann gehe ich gleich mal kurz mit den Pferdchen Richtung Steinmine und gucke da, ob wir da noch Granit vielleicht haben. Ansonsten holen wir uns da noch Granit. Um was wir da noch zu kriegen. Dam, da, dam. Oder wo holen wir uns erst Erde, damit wir das hier zumachen können. Lalalala. Wir können ja auch eigentlich beides machen. Können ja uns ja erst die Erde vollstopfen, das Pferd holen, dann hierher reiten, die Erde ausladen und großzügig verteilen und das Pferd hier so lange rumlaufen lassen. Die sind ja mal total erpicht da drauf, wenn sie irgendwo rumrennen können, solange er nicht da hochrennt. Oh, das war's schon. Na gut, dann gehen wir mal in die Erde holen. Den Rest packen wir raus. Hier rennt ein Schaf rum. Keine Kaninchen. Felder sind noch voll. Da können wir da hinten gleich auch nochmal gucken, ob die Felder auch noch voll sind. Ich traue den Kaninchen hier nicht. Nur nochmal für die Leute, die nicht wissen, was ich meinte mit wegreißen. Und zwar das hier. Und das da. Dass hier nur noch der Turm steht. Ich glaube, das wäre sinnvoll. Das hätte was. So. Achso, hier mit den Problemen. Hat man mir vorgeschlagen, man könnte das eventuell mit Redstone-Truhen irgendwie machen. Da muss ich mal schauen, wie das geht. Und dann werde ich das mal ausprobieren. Aber dazu beim nächsten Mal. Holz nehmen wir mal mit. Die Samen, die kommen hier rein. Lehm, wo haben wir denn Lehm? Lehm? Da haben wir das Lehm. Ja. Hier haben wir noch ein Stück Fleisch, das können wir erstmal hier reinpacken. Sammeln wir erstmal ein bisschen.
Fackeln können wir stecken. Und zwar an den Hut können wir uns da stecken. Essen. Hier haben wir Möhrchen. Nehmen wir ein paar Möhrchen mit. So. So. Habe ich noch? Nö, Kartoffeln haben wir auch keine mehr. Na gut. Ach so. Sollte ich auch Erde einpacken? Das hat bestimmt dann Vorteile. So. Nehmen wir alles an Erde mit. Wenn wir was über haben, ist ja gut. Wenn nicht, dann ist das nicht gut. Klingt logisch, ne? Hier haben wir auch ein bisschen Granit, aber darf ich mich jetzt nicht reingraben, weil dann muss ich das wieder alles zumachen. Hier haben wir auch Granit. Eigentlich haben wir hier genug Granit. Aber so kann ich den Leuten, die es noch nicht gesehen haben, die Steinmine einmal zeigen. Was haben wir denn überhaupt hier? Eine Erde. Das lohnt sich. So. Meine Damen und Herren. Nehmen wir dich mal mit. So, springen wir darüber. Ja, sieht aber gut aus. Ja, ja, Kleiner. Ganz ruhig. Ja, ja, schnauf, schnauf. So. Dann lasse ich dich mal hier kurz alleine. Ja, ja, hau du mal ab. Solange du nicht ganz verschwindest. Oder dich im Sumpf ertränkst. Ich meine, ist ja alles im Prinzip eingezäunt hier. So weit kann er ja nicht kommen. Glaube ich. Hoffe ich. Wenn doch, dann wird Beefy gemacht. Oder Lasagne. Aldi-Lasagne. Ganz einfach. Ich mache erstmal hier das Loch zu. Damit ich dann auf die andere Ebene kann. Lalalala, schalalala, ulalala, schalalala, ulalala, schulalala, lalalala. Oh Mann. Singen. Die Geisel der Menschheit. Zumindest wenn ich es tue. Na, ich singe ja noch nicht mal. Ich summe ja nur. Weil der nicht unbedingt besser macht. Oh. Oh. Ja, ich bin der Synchronsprecher für die NPCs. Hier in Minecraft. Oh. Oh. Das habe ich geübt, als ich Bruce Fee-Filme gesehen habe. Das sind ja weltberühmte Filme von dem Schauspieler Bruce Fee. War halt ein schwarzer Karatekämpfer. Nicht zu verwechseln mit Bruce Lee. Bruce Lee, wisst ihr? Und die haben mich halt damals von Moja angeschrieben, ob ich nicht eine Idee hätte für die NPCs. Und ich sagte dann nur am Telefon, oh. Und dann haben die gesagt, ja, perfekt, Dankeschön. Haben aufgelegt und seitdem ist das halt im Spiel. Das haben die direkt übers Telefon übernommen. So war das damals. Anno 2008. Als noch keiner wusste, dass es NPCs für Minecraft geben wird. Tja, ich habe mich über den Tisch gehauen. Ich habe gesagt, okay, ihr könnt das ja benutzen. Wenn ich den auch eine Milliarde abkriege. Und wisst ihr was? Ich habe keine Milliarde abgekriegt. Na, wollte der Notch nicht. Er wollte mich nicht beteiligen an Horn. Fand ich schon unfair. Aber nun gut. Was willst du machen? So ist das Leben. Und die Moral von der Geschichte? Glaub nicht alles, was im Internet man spricht. Ah, das ist eine schöne Moral.
So. Lalalala. Achso, Blümchen. Blümchen. Erstmal hier wieder Fackeln setzen. Hüsi steht da hinten. De Pferdchen. Lalalala. Ja, es wird heute und auch die nächsten Tage vermutlich mehr so Abbau folgen. Aber die müssen ja halt auch sein. Außerdem möchte ich euch ja auch die Chance geben, ein bisschen hier mitzubestimmen. Und das kann ich ja nicht, wenn ich hier schon 100 Folgen vorher aufnehme. Da ist das dann ein bisschen blöd. Oh, dich nehmen wir weg. Ich habe das Gefühl, dass die Erde hier immer noch nicht langt. Wie gesagt, das wird ja hier noch alles ein bisschen flacher gemacht. So wie deine Freundin. Was? Sei mal nicht so frech. Also dass hier immer so 3, 4 Reihen sind, bevor es auf die nächste Ebene geht. Das wird auf jeden Fall gemacht, ob hier jetzt noch Erde fehlt oder nicht. Ja, haben wir auch gut Erde weggeballert. Da hinten ist ja auch immer noch ein Loch. Ja. Ein bisschen Erde ist ja nichts. Da merkt man aber erst, wenn man die Erde benutzt, dass so ein bisschen Erde nichts ist. Aber Hauptsache, wir haben hier ein Blümchen. Das ist wichtig. So. 1, 2, 3. Ah, haben wir ein kleines Babybecken hier noch übrig. Das ist super. Pferdchen, hau nicht ab. Komm her. Wir müssen weiter. Noch können wir hier so gemütlich durchreiten. Da können wir auch gleich mal ausprobieren, ob man hier vernünftig durchreiten kann. Ja, funktioniert. Sehr gut. Oh, hier sind schon wieder Kürbisse nachgewachsen. Das ist auch sehr gut. Was aber, da haben wir denn auch hier drinne? Warte mal. Hier haben wir nichts. Achso, ich dachte, vielleicht hätten wir hier noch Erde. Aber nö. So. Ja, dann müssen wir hier auch noch ausbessern. Mit dem Weg. Und der Weg soll ja letztendlich auch bis zur Steinmine da hinten führen, wo wir jetzt hinreiten. Könnte man natürlich auch, ja, theoretisch, hier könnte man eigentlich eine Brücke rüberbauen und da auch, dass man hier nicht außen rum muss. Könnte man natürlich theoretisch auch eine Bahn bauen. Ach, da ist die Brücke. Ja. Selbst schuld. Ja, da sah ich nicht zu. So. Jetzt. Geh doch mal da hoch. So. Hier darfst du dich mit den Kühen vergnügen. Aber nicht zu dolle. Ja, ja. Ach, guck mal, hier haben wir noch ganz viel Erde. Das ist gut. Kobbel haben wir ja auch noch. Eisen haben wir ja auch noch. Aber was wir hier nicht haben, ist ein Ofen. Ja, den werden wir wohl nicht brauchen. Wo haben wir denn? Da haben wir Granit. Ja, hier sind wir halt am Abbauen. Hier habe ich schon ein bisschen was rausgeholt. Hier so an den Stellen, das sieht man auch. Oder hier hinten hat man auch ein bisschen schon abgebaut. Hier so. Aber Granit haben wir nur da vorne jetzt gerade gesehen.
Also ich zumindest. Deswegen bauen wir das immer hier ab. So. Ich hoffe, das ist auch Granit. Ja. Ich hoffe, das ist auch der richtige. Nicht, dass ich Blödsinn erzählt habe. Nee, ist schon richtig. Wir brauchen ja auch eigentlich nicht viel. So ein Stack. Vielleicht zwei. Müsste ja lang. Für die Sachen, die wir da an die... beziehungsweise bei den Feuerstellen, man nennt sie auch Öfen, gebaut haben. Da. Oh, dann können wir hier alles mitnehmen. Wieder schon wieder Duster? Ich hoffe nicht. Ah, zum Glück haben wir eine relativ gute Spitzhacke. Auch wenn sie jetzt fast kaputt ist. Aber wir haben ja schon Ersatz dabei. Ja. Genau, wir haben ja schon Ersatz dabei. Haben wir nämlich nicht. Die liegt nämlich noch im Turm. Beim Verzauberungstisch. Aber wir haben ja auch schon den Stack voll. Von daher. Wir können aber auch die Kohle hier mitnehmen. Weil Kohle ist auch etwas, was wir brauchen. So, jetzt habe ich natürlich nicht die Leitern mit in die Tasche gepackt. Deswegen müssen wir uns hier mal so einen kleinen Aufgang lassen. Aber ich werde mal die Hälfte hier wegreißen. Wie gesagt, das soll halt eine Steinmine werden. So nach und nach. Das heißt, wenn wir Steine brauchen, gehen wir hierher. Und das sollte dann langen. Hoffe ich. Oh. Ich hole mir mal ganz kurz die Treppe. Die Leitern.